Willkommen zurück zur Coverage der Deutschen Meisterschaft 2019. Wir haben es geschafft, wir sind im Halbfinale angekommen. Wenn man auf die Uhr schaut, glaubt man es nicht, denn das Judge-Team legt wirklich Rekordzeiten hin dieses Wochenende. Obwohl wir 1050 Spieler hatten in dem Turnier, also auch eins der wirklich größeren Nationals, wahrscheinlich wieder mal die größte Nationals in Europa. Wir klopfen uns kurz selbst auf die Schulter. Und jetzt geht es eben, wie gesagt, weiter. Wir haben noch ein paar Leute, die unbedingt den Titel des Deutschen Meisters sich einverleiben wollen. Dann haben wir auf der einen Seite den Jan. Komm mal zu mir, bitte. Hallo. Hi. Wie läuft's bei dir denn so? Ich lack mich durch. Lackst dich durch. Ja, ich denke immer, so eine rhetorische Frage, wenn man schon im Top-Cut ist und dann auch so weit gekommen ist. Aber vielleicht können wir uns nochmal zurückversetzen. Wie ist denn dein Tag 1 gelaufen? Grauenvoll. Grauenvoll, also grauenvoll. Gar nicht so toll. Was war denn da das Ergebnis? Der Junge weiß eh, was ich spiele, also deshalb kann ich auch am Ende direkt da noch was hinzufügen, aber das Ergebnis Tag 1 war 5-2, haben wir 7 Runden gespielt? Wir haben 8 Runden gespielt. Und dann warst du 2, irgendwas zu 2. 6-2. Ja. Wenn du 2 Losses hast und 8 Runden gespielt wurden, dann hast du 6 Wins. Das war als Info. Genau, jetzt bist du hier Tag 2 dann reingegangen, du musstest auf jeden Fall, du durftest nur noch einmal verlieren, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe. Genau. Wie ist der Tag 2 gelaufen? Besser. Obviously. Ja, ich habe dann nur einen Draw gehabt und sonst halt alles gewonnen. Ja. Okay, ja, und jetzt bist du hier. Was meinst du jetzt, wie das Feature-Match für dich laufen wird? Was meinst du zu deinem Gegner? Ja, also wenn es so läuft wie die letzten Matches, die ich gegen Ita hatte, dann wird das ziemlich schnell 2-0 für ihn. Okay, also du würdest sogar vorsichtig behaupten, er ist quasi der Favorit? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also jetzt ganz ohne Scherz. Der ist schon echt gut. Der ist schon echt gut, ja. Ich meine es jetzt nicht, um ihn schlecht zu machen, sondern nicht, dass du hier ironisch mit mir umgehst oder so, weil ich, so gut kenne ich euch dann auch nicht. Okay, du kommst auch aus der Gegend, so Köln-Bonn, wurde mir gesagt. Ja, genau, ja. Ich habe gehört, es ist hier so die große Rivalität heute, dass es Berlin gegen Köln geht. Ist das auch aus deiner Sicht so? Ich will einfach nur Ita zerstören. Du willst nur Ita zerstören. Na, guck mal, ob du es schaffst. Dann setz dich bitte hin und dann holen wir ihn auch mal rein, Ita. Ja, hi. Hey. Du hast wahrscheinlich auch einen guten Tag. Wie war denn dein Tag 1? Oh, mein Tag 1 war furchtbar. Also ich bin 5-2-1 rausgegangen. Okay, also du warst dann wirklich schon auf der Bubble letzten Endes. Ich war seit Runde 7 on the Bubble und ja, musste dann halt die ganze Zeit durchziehen. Was war das Geheimnis? Hast du dich abends früh hingelegt, Fußmassage und dann sofort gesagt, morgen geht's ab? Nee, wir sind Sushi essen gegangen und haben einen Film geguckt und ich dachte mir so, was passiert, passiert. Okay, und anscheinend, wenn du sagst, ich überlasse es mal dem Schicksal, dann läuft es für dich soweit bisher. Was ist jetzt deine Erwartung hier im Feature-Match? Du wurdest ja eben schon hochgelobt und es wurde gesagt, du gewinnst es jetzt locker. Siehst du das auch so? Also ich sag mal so, alle, die es in die Top 4 geschafft haben, sind natürlich super Spieler. Ne? Und ich denke, man kann jetzt nicht einfach sagen, einer gewinnt, weil es kann eigentlich alles passieren jetzt. Und deshalb, ja, mal schauen, was passiert. Ne? Okay, okay. Bist du nervös, jetzt im Feature-Match zu spielen oder meinst du, das macht mehr oder weniger keinen Unterschied? Also vorhin war ich nervös, jetzt bin ich eh schon weitergekommen, als ich wollte, deshalb deswegen jetzt bin ich entspannt. Okay, alles Bonus für euch. Dann danke dir auch viel Glück. Setz dich bitte ebenfalls hin und dann, ich weiß es nicht, wie entscheidend es bei euch ist, aber wir würden auch gerne den Würfelwurf sehen oder beziehungsweise hören. Ihr seht es nicht ganz so gut. Wir haben 2 Würfel. Das ist eine 9. Ja. Dankeschön, eine 9. Überdurchschnittlich. Und das ist eine 12. Okay, wer fängt an? Ich. Ja, wir haben ja eben gehört, wenn ich das Glück habe, dann gewinne ich das auch. Sieht bisher ganz gut aus mit dem Würfelwurf. Mal schauen, was Sebastian und Leo dazu sagen. Auch Leonard und ich begrüßen euch nochmal recht herzlich zum Halbfinale der Deutschen Meisterschaft 2019 hier in Bochum. Wow, Halbfinale, wir sind schon fast durch das Turnier, aber die entscheidendsten Spiele des Tages folgen jetzt eben noch. Richtig. Und das erste wird hier ausgetragen zwischen eben Jan Hornig und Etienne Ita in einem Salomon Great Mirror Match. Spannung. Ja, die beiden Decklisten sehen relativ gleich aus, also haben sehr, sehr viel Ähnlichkeit jedenfalls, unterscheiden sich in nur wenigen Punkten. Ja, die Monsteranzahl ein bisschen höher bei Etienne, aber das ist eigentlich im selben Segment, 23 Monster zu 21 Monstern. Ja, hier sind 3 Signed Mining, hier sind 2. Okay, okay, da kann man natürlich auch die kleinen Nuancen noch erkennen, aber beide zum Beispiel dasselbe Trap-Line-Up. Kein Buffalo auf dieser Seite, einer auf der Seite für Signed Mining wahrscheinlich. Es scheint wirklich eben, als würden nur so einzelne Karten, so ganz, ganz kleine Entscheidungen. Ja, das spricht aber auch für die Builds. Ja, absolut. Es scheint eine wirklich konstante Liste gefunden worden zu sein und ich würde sagen, den Rest sehen wir dann in Aktion. Also lass uns jetzt bitte zum Spiel gehen. Ja, lassen wir die Karten für sich sprechen. Und auch, natürlich wäre noch auch schönerer Übergang Spieler gewesen. Ja.
gucken wir mal. Und Jan hat ja den Würfelwurf gewonnen. Er hat nicht so den optimalen Discard für sein Silent Mining, womit er gleich direkt anfängt. Er muss nämlich Twin Twister discarden. Ja, der ist tatsächlich in dem Matchup Going First relativ wurst eher. Er hat sich tatsächlich auch dagegen entschieden, das Sanctuary abzuwerfen, das er natürlich traurigerweise hat. Was sehen wir auf der Seite von Ether? Oh. Da ist ein Wailer, der wichtig war, wird gecallt. Ja? Telefon, das Grab ist dran. Allerdings, die Nummer war schon besetzt in dem Fall, weil die Gazelle darf jetzt einfach trotzdem resolven. Da hat der Wailer nicht viel tun können. Und jetzt in dem Fall kann er einfach weitermachen. Wäre dieser Wailer resolved, wäre das ja wirklich das Ende des Zuges gewesen für den Jan jetzt in diesem Fall. So kann er zumindest noch Mirror's Delio beschwören. Ja. Und Jan sehr happy darüber übrigens, dass das nur ein Wailer war, denn hätte er eine Ash callen müssen, dann würde er nächste Runde komplett ohne Interruption dastehen. Allerdings, da er eben auch die Ash noch hat. Auf der anderen Seite, wir können ja schon mal luschern auf die Hand von Etienne. Wir haben Gazelle, wir haben Falco, wir haben Raw und Mining. Da kommt man durch eine Ash durchaus mal gerne durch. Ja, das ist eine ziemlich, ziemlich gute Hand, muss man wirklich sagen. Also da könnte er durchaus mit arbeiten. Und wir kriegen hier im Chat auch schon Nachfragen danach, was denn das andere was das andere Halbfinale ist. Da können wir auch nochmal nebenbei drauf eingehen. Im anderen Halbfinale spielen eben Sebastian Zimmermann und Jack Wärmer. Ja. Also auch noch zwei große Namen eben dort zu finden. Absolut. Was heißt, wir werden ein absolutes würdiges Finale. Sebastian hat gerade übrigens absolut verrückt sein Game im Timeout und Sudden Death gewonnen. Als sein Gegner mit Sunlight Wolf und Jaguar für Game angreifen wollte, hatte er tatsächlich den Papago auf der Hand, den man specialen kann, wie Gords quasi nur früher. Er kriegt keinen Schaden und beschwört einen 2000, dann hat er euch das Game gewonnen. Das war völlig verrückt. Der Papago, ja sogar eher Papago, Papago. So ein Kampfausblender mehr dann so, richtig? Ja, tatsächlich, in dem Fall ja. Nur eben halt mit mehr Angriffspunkten, was ja in der Sudden Death Situation dann noch so durchaus entscheidend ist. Und wird die Ash auf Mining geschmissen. Ah, guck mal, Jan gierig. Sagt auch. Jan war gierig, sagen wir jetzt einfach mal. Müssen wir einfach mal tatsächlich sagen, das war sehr gierig. Und ich konnte es nicht so ganz genau einschätzen. Ich glaube, Olli war sich auch nicht ganz sicher. War es Ironie da von Jan im Vorhinein vor dem Match? Er meinte ja wirklich, wenn das hier alles ganz normal läuft, dann wird mich der Etienne hier relativ schnell 2-0 auseinandernehmen. Aber für einen Top-4-Teilnehmer hier der Deutschen Meisterschaft ist das, glaube ich, ganz schön tief gestapelt. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube durchaus, dass der sein Deck beherrscht. Sonst hätte er nämlich auch in den Top 8 gegen Tom Kleinegräber gewinnen können, der ja wirklich auch das Deck absolut jetzt schon eine Weile getestet hat und es auch gesagt hat, ich möchte nicht schon wieder in den Top 8 rausfliegen. Leider ist das doch passiert dann an der Stelle. Schade an ihn. Jetzt ist die Frage, ob die Route, die Etienne gerade gewählt hat, überhaupt die richtige ist. Ja, mit dem Falco Gazelle bouncen, um dann Stylio darunter zu beschwören. Kann ich mich mit anfreunden? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die bessere. Er kann jetzt gleich auf einen Sunlight Wolf gehen, crashen tatsächlich, dann eine Baylinks verbannen. Endet halt, er wird halt ohne Baylinks enden, wenn er den Stylio nicht weglinken will. Was er nicht tut. Er wird dann gleich sehr entspannt Sunlight Wolf holen, crashen oder vielleicht auch schon vorher Reincarnation linken. Ja. Dann Zone Hopping betreiben. Entscheidend, dass er 2000 Angriffspunkte hat. Ne? Ja. Deswegen kann er eben über den Sunlight Wolf rüberrennen. Manchmal ist das halt immer noch wichtig. Ja. Die 200 extra Punkte, die er gegenüber dem Sunlight Wolf hat. Und der Jan entscheidet sich eben auch, einfach den Baylinks nicht zu benutzen. Ja. Und möchte einfach ihn auf den Friedhof legen jetzt in dem Fall. Es sind insgesamt natürlich dann 2000 Schaden. Bringt also Jan schon mal eine gute Position. Und er hat eben Hard Draw Raw. Ja, die wird einen absoluten Schlüsselfaktor einnehmen. Ja. Da würde ich auch von ausgehen. Musste die Combo ohne eine gesuchte Interruption durchziehen, juckt ihn dann halt nicht. Ja, tatsächlich. Gerade wenn eben Raw oder Rage einfach als Hard Draw da sind, dann rechnet der Gegner nicht damit. Das ist ja immer so ein bisschen, was man als kleinen Nachteil vielleicht daran ansehen könnte, dass Gazelle eben die Sachen immer in den Friedhof legt und dann sie erst auf die Hand genommen werden. Ja. Der Gegner weiß, dass sie da sind. Häufig hilft dem Gegner das nicht besonders, weil er trotzdem nichts dagegen tun kann. Aber wenn er es jetzt auch nicht mal mehr weiß, dann kann er auch nicht aktiv darum herumspielen. Ja, hier hatte Etienne tatsächlich noch die Chance, auf einem Dweller zu enden. Wäre aber allerdings nicht gut gewesen, weil er dann ohne Settlement Great Link Monster den Zug beendet hätte. Ganz genau. Und er geht sogar noch in Heater. Specialt sich eine Baylinks und setzt sich in Raw. Okay, ist schon mal Setup Heater für den nächsten Zug. Gefällt mir. Macht mehr als ein Sunlight Wolf da. Ja, Heater denkt schon voraus jetzt hier gerade. Sehr beeindruckend. Da ist die Gazelle. Das Raw wird aufgeflippt. Ja, und das ist der eine Baylinks, der ihm fehlt. Und jetzt kann er nicht mal die Gazelle protecten. Und das tut natürlich extra weh.
So ist es, so ist es. Jan sieht auch nicht besonders glücklich darüber aus. Hat er noch eine Gazelle gezogen? Nein, es ist eine Ash Blossom and Joyous Spring und das ist der Scoop. Eieieiei, das ging ja mehr als fix jetzt gerade. Ja, Essen ist dabei, ins Finale einzuziehen. Zum ersten. Essen lässt es sich schmecken. Ja. Und ich bin jetzt ein bisschen... Ich hoffe nicht, dass sich der Jan hier zum Propheten entwickelt und wirklich hier in 10 Minuten 2-0 vorausgesagt hat. Das und das wird jetzt hier schade. Auch so eintreten, weil wir wollen natürlich noch mehr von ihm sehen und wir wollen von beiden Spielern mehr sehen, dass sie sich hier erstmal auch so ein bisschen eingrooven können für das Finale dann im Endeffekt. Ich meine, wenn du jetzt hier nach 10 Minuten fertig bist und die anderen beiden, der Jack und der Sebastian im zweiten Halbfinale, spielen dann einfach ein ewig langes Halbfinale unter sich aus und du sitzt hier und wartest dann noch 30, 40, 50 Minuten und wartest, bis du endlich dein Finale spielen darfst. Da bist du ja dann irgendwann verrückt bei. Du willst es endlich spielen, darfst aber noch nicht und wirst dann zurückgehalten. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren, dass du einfach ein bisschen Erholungszeit dann noch zwischendrin hast. Dass du eben womöglich die Kraft nochmal sammeln kannst. Kannst mal was essen, ja. Aber wir geben den Spielern natürlich auch immer Zeit zwischen den Runden. Ne? Die können sich auch immer ein bisschen ausruhen. Vor allem die beiden waren jetzt tatsächlich früher fertig als das Match von Sebastian Zimmermann. Weshalb sie im Endeffekt auch sowieso ein bisschen Pause bekommen haben. Ja, richtig, richtig. Wollen wir nochmal einen Blick auf die Sideboards werfen? Wollen wir. Jetzt hier noch zum Einsatz kommen. Ich hab was Dickes hier. Erzähl, du hast die Liste vom Jan vor dir. Ich habe hier 3 Sanctum, eine Scythe, ich habe 2 Trap Trick und Super Poly und noch eine Rage und Order. Also der boardet ja alles fürs First gehen. Huiuiui. Wow. Und er wird jetzt hier in dem Fall natürlich auch First gehen dürfen. Das ist jemand, der Game 1 gewinnen will. Das stimmt, absolut. Und jetzt auf der anderen Seite bei Etienne hat er dann Optionen für das Going Second gehen. Twin Twister nicht so effektiv gegen Salomon Great. Didi Crow tatsächlich ziemlich gut. Ja. Und Pankratops. Landseer natürlich nicht. Ich frage mich gerade, haben wir heute überhaupt schon irgendeine Liste gesehen, die nicht Artifact Landseer im Sideboard gespielt hat? Heute hatten wir noch kein Skyscraper im Featured Match, oder? Ich glaube auch nicht. Von daher würde ich fast sagen, dass wir tatsächlich kein einziges Mal ein Deck ohne diese Sideboard-Option gesehen haben. Tatsächlich. Und wir dachten ja, okay, wir werden wahrscheinlich dann Richtung Top 8, Halbfinale, Finale sowieso nochmal Sky Striker featuren müssen. Ja. Und es ist natürlich nicht unbedingt so super angenehm, dann immer mystische Minen-Matches zu featuren. Mhm. Deswegen wollten wir es dann in den Top 64, Top 32 etc. nicht unbedingt tun. Und dann waren sie auf einmal alle verschwunden. Ja. Da sind sie auf einmal alle rausgekegelt worden. Und die Sky Striker haben sich verabschiedet. Und jetzt schauen wir in die Starthände der beiden Spieler. Jan hat keine seiner reingebordeten Going-First-Optionen gezogen. Meine Güte, was für eine Hand. Jack Jaguar, Spinny Gazelle, das ist Dweller Raw Combo. Aber Etienne hat Phantasma auf der Hand. Ja, aber der wird von einer Ash Blossom beantwortet werden. So machen wir es. Ja, das ist immer wirklich das Frustrierendste. Ja? Du hast dir diese super coole Karte geholt. Du willst sie unbedingt spielen, weil sie so super stark ist. Ja. Und dann kommt die Ash und du denkst dir, verdammt, ich krieg nicht mal einen Vorteil daraus, weil er diese Ash sich wieder auf die Hand nehmen wird. Das ist echt das frustrierendste Gefühl im Salomon Great Mirror Match, wenn ein Phantasma geashed wird. First Turn. Also das kann ich echt nicht anders sagen. Ja. Das macht einen wirklich traurig. Es ist einfach so einfach, ne? Und die Ash wird einfach wieder auf die Hand genommen. Es sind ja nicht mal andere gute Ziele, die du mit Sunlight Wolf im ersten Zug wirklich auf die Hand wieder nehmen wollen würdest. Ich meine, okay, die Gazelle könntest du wieder nehmen, klar. Aber so ein Jack Jaguar oder so ein Spinny willst du ja auch nicht wieder zurück auf die Hand nehmen. Er kann sogar rein theoretisch jetzt sich einfach die Gazelle nehmen, die dann im nächsten Zug durch Dweller triggern und dann unter den Sunlight Wolf beschwören, sich dadurch dann die Ash nehmen. Oh, stimmt. Er hat mehrere Wege, sich die Ash wieder auf die Hand zu nehmen, ob nun in diesem Zug oder im nächsten. Da stehen ihm alle Wege offen. Er wird es wahrscheinlich tun. Muss nicht sein, würde ich aber behaupten. Ja, genauso werden wir es jetzt hier sehen. Smarter Boy! Eben, der Jan weiß nämlich eben doch ganz gut, was man da mit seinem Salomon Great Deck anzustellen hat. Und der Abyss Dweller tut den Rest, würde ich mal fast behaupten. In Verteidigungsposition, richtig. Sonst kommt Chimäre und tut weh. So ist es. Ja, ich wollte gerade fragen, was denn der Grund dafür ist, warum es in Verteidigungsposition besser ist. Aber logischerweise, dadurch wird Chimäre eben wesentlich schlechter. Aber lass uns doch mal nochmal gucken, hat der Etienne dann überhaupt sich... Ich habe ja die Liste hier vor mir liegen und tatsächlich hat auch Etienne sich dagegen entschieden, überhaupt Fusion of Fire oder Super Polymerization zu spielen. Ja, tatsächlich ist das bei den Jungs aus Essen so ein Ding, dass sie auf die Karten echt keinen Bock haben. Ja, scheint Konsens gewesen zu sein unter den Jungs, dass da die Sachen nicht so besonders wichtig sind. Und ich meine, der Erfolg schön gibt ihnen recht. Schön Impermanence rumgespielt von Jan, gerade, wenn er das tun sollte.
Okay, da ist Salamander Great Roar. Er auf entscheidet sich, noch ein bisschen zu warten fürs Impermanence rumspielen und lieber auch dann die Roar zu behalten. Im Endeffekt viel cleverer. Die Roar wird jetzt nicht gebanished, wie das durch den Cyclone eigentlich passieren sollte. Und dann hat er die Ressource für den nächsten Zug, wenn er nochmal ein Setup haben will. Ja, jetzt kommt Foxy. Ja. Der ist natürlich fix und Foxy, ja, komm. Da hätte er jetzt tatsächlich schon den Foxy, den Falco detachen können. Oh, die dritte Karte. Er trifft nicht. Etienne Ita schafft es nicht, sich eine Karte mit Foxy auf die Hand holen zu können. Wird getriggert. Die Gazelle wird beschworen. Und jetzt wird die Gazelle gechainblockt. Ash wird auf die Hand kommen. Und er wird noch eine Karte millen. Ist es Rage? Ist es Fusion? Wir wissen es nicht. Es hat zwar nicht die große Sideboard Action stattgefunden, also sie hat potenziell stattgefunden, aber sie nimmt jetzt hier nicht so direkt Einfluss. Es sind einfach die normalen Salamander Great Combos, das perfekte Setup im ersten Zug, was hier scheinbar den Unterschied für Jan in der zweiten Runde machen könnte. Und vor allem die Ash plus, also die Ash auf Phantasma, das war wirklich super wichtig, weil wenn du deinen Gegner gedwellert hast, dann willst du unbedingt nicht, dass da ein Phantasma liegt, denn der kann über deine Monster hauen, der kann auf Heater gehen, der kann dafür sorgen, dass dein Gegner trotz des Dweller-Setups, trotz Dweller-Roar-Impermanence, da trotzdem hinterher ein Dweller dich anguckt auf der Gegnerseite und sagt, du kannst keine Friedhofseffekte mehr aktivieren, das ist für dich geblockt. Und an dieser Stelle fühlt sich der Jan dann doch relativ sicher, würde ich mal behaupten. Ja. Und behält auch wahrscheinlich am Ende dieses Zuges immer noch die Ash, um dann wieder ein Phantasma zu negieren. Also schon ziemlich schlau an dieser Stelle Impermanence auf die Gazelle zu schmeißen, anstelle von Ash. So. Jetzt wird ein Stalio kommen, der wird dann wahrscheinlich von der Ash beantwortet werden im Endeffekt. Wenn nicht, ist das gar nicht so schlimm für ihn, weil unter Dweller da wird auch nichts gebounced. Da wird auch nichts gebounced. Es ist die Ash aktiviert worden. Die wird aber auch gleich sofort wieder auf die Hand genommen werden können durch den Jack Jaguar, der im Friedhof ist, bereit, einen Sunlight Wolf ins Extra-Deck zurückzupacken, um dann diesen absolut großartigen Vorteil, diesen Salamander großartigen Vorteil, dann doch zu generieren. Und ja, er hat jetzt Setup für Roar. Er hat der Dweller hat ja sogar überlebt. Also ich weiß nicht, was Ida da noch machen will. Das ist, wir haben noch 27 Minuten auf der Uhr, also tatsächlich ist da nicht unbedingt keine Not am Mann jetzt hier direkt schon zusammenzuschieben für Ida. Er hat immer noch genug Zeit, wird sicherlich auch ins dritte Spiel noch gehen können. Was hältst du vom Topdeck? Oh, es wurde uns angezeigt, dass es ein Cyanet Mining Topdeck ist. Ja. Aber wir sehen jetzt den Circle, der aktiviert wird. Okay, der Circle war eben auch noch verbleibend in der Hand. Beziehungsweise hat er sich mit dem Sunlight Wolf gerade den Circle zurückgeholt? Ja, das kann gut sein. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein jetzt an der Stelle. Und er sucht sich den Foxy damit. Dadurch, dass beide eben nicht auf Fusion of Fire oder Super Polymerization zurückgreifen. Er spielt Fusion of Fire, der Jan. Oh, der Jan spielt Fusion of Fire. Okay. Ja, aber er hat ja noch einen Falco. Das heißt, er könnte Er freut sich nicht mal mehr richtig darüber, dass er den Circle bekommt. Weil er ihn schon aktiviert hat, genau. Aber er kann ihn discarden. Hey, Jinx. Fast im Duett, wir beide jetzt hier. In der Tat, ja. Und da wird dann jetzt auch die Gazelle endlich zur Hand hinzugefügt. Es sind also eine Menge Wege, die jetzt hier genug Angriffspunkte aufs Feld bringen können. Der Etienne kann sich auch, wie gesagt, nicht so besonders dagegen wehren. Er hat zwar noch den Phantasma, aber wird der Jan jetzt überhaupt eine Linkbeschwörung durchführen? Ich würde sagen, er wird erstmal. Also er sollte jetzt erstmal das ganz ruhig angehen, ja? Ganz kurz für 3 Sekunden sortieren und sich denken, okay, was ist mein Plan? Ich kenne eine Karte aus der Hand des Gegners nicht. Das ist mir jetzt egal, darauf, das ignoriere ich jetzt. Ich werde jetzt erstmal was unter meinen Sunlight Wolf beschwören. Am besten wäre es ja, außer er will nochmal für ein Stalio gehen, was natürlich auch legitim ist. Ich weiß nur nicht, was er jetzt so unbedingt bringen soll. Und er schiebt sowieso zusammen. Okay. Also was ich ihm jetzt nicht länger angucken. Was ich ihm jetzt angeraten hätte, wäre den Jaguar zu beschwören, sich die Ash zu nehmen, damit der Phantasma nicht den Heatleo-Effekt stoppen kann, mit Gazelle Fusion of Fire reinzulegen, Dweller zu aktivieren, durch den Falco die Fusion of Fire zu setzen und dann im Endeffekt mit dem Chimera OTK das Game zu beenden. Braucht er nicht. Etienne meint, das reicht mir schon. Ich sehe da nicht, wie ich das noch gewinnen soll. Und Etienne weiß eben wahrscheinlich auch, dadurch, dass sie in den letzten Wochen gegeneinander gespielt haben, dass Jan sich eben doch für Fusion of Fire entschieden hat und dementsprechend kann er das auch kommen sehen dann in der Situation. Ja. Und kann dann eben auch einfach scoopen, weil er dem Jan dann doch zutraut, dass mit dem Fusion of Fire OTK, das kannst du bestimmt. Und das würde er dann in der Situation dann machen. Und er braucht sich das nicht länger angucken.
Und kann jetzt im Side-Deck bei Jan überhaupt irgendwas gemacht werden, wo er ja so viele Going-First-Alternativen hatte jetzt eben? Ich sehe da tatsächlich nur Super Polymerization, aber wenn er die zieht, dann reicht das. Das ist natürlich... Das ist eine Karte, die macht keinen Spaß. Das stimmt, das stimmt. Jetzt Going-First für Etienne auf der anderen Seite. Unending Nightmare, meinst du, das ist eine Karte, die man reinboarden würde gegen Salmon Raid? Du kannst sie eigentlich nur auf Sanctuary so wirklich aktivieren? Nee, würde ich nicht machen. Würde ich auch eher nicht machen. Das ist ja eine Karte, die eher... Die ist in letzter Zeit durchaus populärer geworden, ja, gegen Mystische Mine. Ja, auch gegen Sky Striker natürlich. Ja, tatsächlich, die gegen beide ziemlich gut. Ja. Richtig, richtig. Und aber vielleicht jetzt auch mittlerweile wird diese Karte auch wieder rausrotieren aus dem Format, weil eben gemerkt wird, dass Sky Striker doch gar nicht so gut ist, doch gar nicht das beste Deck ist. Sollte Salamon Great jetzt das Event hier gewinnen, ein weiteres Event gewinnen, dann entwickelt es sich vielleicht mehr und mehr in die Richtung, dass Salamon Great einfach das dominierende Deck wird. Kannst ja, du krass, dir vorstellen? Ne? Das Problem ist halt, wenn Salamon Great das dominierende Deck ist und alle ihr Decks gegen Salamon Great bauen, dann haben sie keine Outs mehr auf Mine. Ja, du hast recht. Und dann das ist immer dieses lustige Dreieck oder Tetraeder von mir aus, was wir in Yu-Gi-Oh! Immer haben. Es verschiebt sich mit jedem Turnier neu. Die Leute sehen, boah, das hat der Typ klasse gespielt, weil das Deck das Beste ist. Das ist ein super Counter. Zack. Alle Leute merken, boah, was mache ich jetzt dagegen, wenn das ja alle spielen? Hammer-Sache. So wie Evenly wieder reinrotiert ist, weil Leute mit Demise Striker getoppt haben. Ja? Korrekt, korrekt. Also ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, ist Korrelation ist ja nicht immer gleich Kausalität oder so heißt das. Aber das ist ja irgendwo auch das Schöne an den aktuellen Zeiten, dass ja wir so Coverage in Großform haben, dass wir so viel Social-Media-Content haben, dass überall Decklisten zu finden sind, dass wirklich auch du eigentlich schon am Sonntagabend weißt, was an den Wochenenden getoppt hat, sodass ja du dich perfekt im Prinzip schon ja auf die ganze Woche testen vorbereiten kannst. Uff. Oh, und da kommt der Wailer auf Lady Debug. Drei Handtrips. Hui. Ash Blossom auch für den Phantasma nächste Runde. Und Doppel Circle auf Seiten von Jan. Oh, und Etienne passt einfach auf den Debug-Käfer. Wird geashed tatsächlich. Oh mein Gott, und das war so wichtig. Das war so wichtig. Tatsächlich ist das jetzt ein... Ich seh mich da jetzt bei einem Falco, geh into Bailings und set in a circle, damit man für nächste Runde ganz sicher eine Karte hat. Dann sehe ich da den Phantasmal. Falco setzen ist natürlich auch noch. Das wäre ein interessanter Plan gewesen. Ja, damit man nicht in Phantasmal reinspielt, aber man hat ja selbst die Ash. Naja, auf jeden Fall wird der Phantasmal darauf jetzt aktiviert werden. Ita? Ja. Da ist es. Er hat nur abgewartet, ja, dass der Jan den Effekt von Bailings ansagt. Die Ash kommt, aber die Ash kann nicht recycelt werden. Das ist hier das entscheidende Problem. Mein lieber Basti. Normalerweise eben so cool, dass du Phantasmal dadurch so gut umgehen kannst, aber ja jetzt kann er sich die Ash nicht zurücknehmen. Und der Etienne hat Spinny und Falco für den nächsten Zug. Also er hat potenziell Möglichkeiten, dann in seine Salamon Great Combos reinzukommen. Oder zumindest in allgemeine Link-Plays ja mit dem Deck. Und Sanctuary. Auf Seiten von Jan haben wir dann noch Wailer und Impermanence, die ja, da Sachen will er seine können kleine Rollstuhlkatze, so wird sie von vielen genannt, beschützen? Ist das so? Bist nicht nur ja du das, der sie so nein nennt? Nein, tatsächlich nicht. Die Rollstuhlkatze Bailings. Wir können uns ja das Bild nochmal angucken, ob das dann auch zutreffend ist. Da haben wir sie. Ja, macht schon Sinn, ja, ne? So, da haben wir Falco Normal zusammen. Auch auf dieser Seite jetzt also der Falco. Und anscheinend doch kein Foxy in der Hand, wie es vorher erst gesagt wurde durch das Bild, oder? Ja, dann jetzt kommt der Klassiker, wir greifen erstmal über das Link-Monster an, bevor wir irgendwas machen, weil ansonsten noch eine böse Konterfalle kommt, die uns sagt, nee, doch nicht. Das war genau richtig gemacht. Und es wird jetzt eben auch Schaden ja gedrückt. Ja, und übrigens, so, jetzt kommt wieder Leos wilde Theorien. Ich bin gespannt. Ist durch Wailer und Impermanence zwar ein bisschen schwer durchzubringen, gebe ich zu. Aber ich sehe da eine Heater, die Ash specialt, wenn vorher Foxy Spinny gespecialt wurde, damit man doch ins Dalio kommt. Irgendwie rieche ich das. Aber es ist nicht unbedingt das beste Play. Schauen wir mal, ob Etienne genau diesen Weg gehen möchte. Aber was hätte das Play für Vorteile? Naja, ins Dalio. Immerhin. Aber jetzt hat er sich schon für den Thunderwolf entschieden. Sicher? Oh. Er hat noch nichts hingelegt. Das war ein Link 2, aber wir wussten nicht welches. Da ist er. Nein. Ja, da will er den Spinny pushen. Okay, macht es tatsächlich doch eben anders. Jetzt möchte er erst den Link 2 machen. Er wollte vorher Spinny beschworen haben. Und ja, da ist Heater. Es ist eben nicht Thunderwolf, es ist Heater. Und die Handtrap auf die Heater oder die... Nicht mehr so Handtrap, sondern eben schon die gesetzte Handtrap in Form von Impermanence.
macht da jetzt einen ganz schön großen Strich durch die Rechnung von Etienne. Die Frage ist, geht man jetzt noch im Endeffekt in entweder Heat Leo, klar, es ist eine Set-Karte, von der man weiß, dass es Circle ist, also mach's bitte nicht. Oder, oh, Endphase Circle? Ja, clever. So machen wir es. Oder geht man nochmal in den Sunlight Wolf, um da den Impermanence runter zu beschwören? Ist tatsächlich gar nicht der Way to go. So, Endphase Circle aktiviert, jetzt ist da noch ein Circle in der Hand. Gazelle ist da und Spinny wird nachgezogen. Und das sieht mir nach einem Foul aus, der sich selbst tributet, um die verdeckte Karte anzuziehen. Meinst du genau, das wird jetzt passieren? Ich habe da so ein Gefühl. Also es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, das so zu spielen. Das die verdeckte Karte auf Seiten von Etienne ist ja eben auch eine Infinite Impermanence. Genau. Jaguar. Ja, alles klar. Alles klar. Gucken wir mal, was er aus dem Jaguar macht. Ungewöhnlicher Search eigentlich mit dem Circle. Auf ja, dem Jaguar wenn man spinniger Zelle hat, dann ist es ja Teil der ganz normalen Combo Jaguar. Und Jaguar Falco hat man dahinter halt. Jetzt ist das Ding, er kann den Jaguar durch in der Combo durch den Stallio beschwören, den Foul, weil der Falco im Friedhof hat. Man kann den Foul auf die Hand nehmen und den Falco wieder beschwören. Ja. Ja. So können wir es machen. Jetzt werden da erstmal wilde Ketten geformt. Es soll sowohl die Gazelle kommen, als auch der Phantasmay. Phantasmay ein bisschen größer. Aber die Gazelle natürlich umso effektiver gerade, indem sie einfach die Karte in den Friedhof legen soll. Oh, aber nein. Da soll die Impermanence jetzt auf die Gazelle kommen. Ja. Und das hindert den Jan natürlich. Das macht es umso wichtiger eigentlich, dass er den Spinny gezogen hat. Ja, es hindert ihn daran, eine Fusion of Fire OTK durchzudrücken. Ja. Ja. Und jetzt sehen wir natürlich gerade leider nicht die Karten in... Okay, jetzt sehen wir sie doch hier ins Hand. Und ja, da ist der Effekt von Myrtle Stellio. Da kann er sich relativ sicher sein, dass darauf nicht reagiert wird. Der Bounce-Effekt auf die Heater wäre wichtig. Man will da nicht drüber rennen. Das Ding ist, dass da immer noch so ein Thanos liegt. Phantasma heißt er, Thanos, umgangssprachlich. Ja. Der, ja genau, jetzt muss ich aber selber erstmal nachdenken. So, was kann man machen? Ne? Komm, Etienne, lass es uns auseinandernehmen. Etienne will nichts discarden. Ne? Also Phantasma-Effekt würde wahrscheinlich einfach nicht passieren. Extra Zugriff auf die Heater zu haben, wenn die wieder im Extra-Deck ist, würde ihm nicht schaden. Jan weiß aber nicht, dass da kein Discard in der Hand ist von Etienne. Der will das nicht discarden. Circle, Gazelle, willst du drücken? Ja, absolut. Ja. So, was kann er machen, um dieses Feld auseinanderzunehmen? Angreifen über Heater halte ich nicht für die beste Option. Das gibt einen Search. Ja. Vor allem alle denken immer bei der Heater, dass es nur was aus dem Friedhof hinzufügen haben wieder. Weil das ja so bei den anderen immer war. Es war bei Mrs. Radiant so. Ja. Es war bei Mr. Boy, Mr. Starboy so. Und bei der Heater darfst du aber eben einfach aus dem Deck suchen, was die Karte auch wirklich nochmal stärker macht. Sie ist ja auch nicht Teil von denen. Richtig, ja. Aber also sie hat irgendwie so ein bisschen gewisse Ähnlichkeit, weil sie eben auch so eine dieser attributbeschränkten Link 2s ist. Okay, Heater negiert das tatsächlich. Okay, also gut, man muss dazu sagen, da ist jetzt erstmal kein Monster mit mehr Angriffspunkten als Heater. Das ist richtig. Und Ita schätzt seine Hita wohl wirklich sehr und möchte sie jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall behalten. Und Jan ist auch wirklich jetzt gerade, er sieht so aus, als wäre er sich nicht ganz so sicher, wie er jetzt überhaupt mit der Ita, mit dem Ita und der Hita umgehen soll und wie er da überhaupt drauf reagiert jetzt an der Stelle. Guck mal, da wird auf jeden Fall der Myrtle Stellio natürlich zurückgegeben, um Jack Jaguar zu spezial beschwören. Ja, im Endeffekt tatsächlich eine gute Entscheidung von Ita, ich habe tatsächlich den Jaguar nicht mehr gesehen. Er ist doch jetzt in der Position, auf einen Dweller zu gehen, wenn ich mich nicht irre. Den sollte er noch im Extra-Deck haben. Den nehmen wir uns auf die Hand, holen Falco. Ja. Spielt er noch andere? Genau so. Ah, ich habe die Deckliste. Sekunde. Tornado Dragon? Ja, nee. Abyss Dweller ist in einfacher Ausführung natürlich mit dabei. Wenn jetzt doch tatsächlich der Dweller kommen sollte, ist das der eventuell schwächste Dweller in der Geschichte der Menschheit. Oh, warum genau das? Oh, das, natürlich. Das Feld ist ja schon komplett etabliert. Ja. Etabliert. Das Feld ist etabliert. Super Witz.
Er wird jetzt den Spinny loswerden können, der wird nicht protected werden können, weil zwei Angriffe drauf kloppen, aber eine Heater und ein Phantasma auf dem Board gegenüber nur einer Ash, soweit ich weiß. Das sieht gar nicht so gut aus gerade. Tatsächlich nicht, nein. Etienne hat sich ja dafür entschieden, dann am Ende doch den Circle abzuwerfen. Ja, war doch richtig. Und das könnte wirklich, wirklich wichtig werden jetzt hier. Und es wird jetzt, ich glaube, er geht, ja, Reincarnation Link für den Sunlight Wolf. Damit kann er sich dann den Circle zurückholen. Ja, dann hat er was zum Spielen. Jetzt hat er Ash Foxy Circle. Das heißt, für den nächsten Zug ist Jan, wenn er noch einen hat, was wahrscheinlich passieren wird, weil er keine Fusion of Fire im Gegnerdeck befürchten muss. Er hat auf jeden Fall Setup, ja. Ja, das ist eben der entscheidende Nachteil bei Etienne. Er kann eben nicht diese OTKs durch Fusion of Fire oder Superpolymerisation drücken. Ja. Wo Jan sich in dieser Situation klar im Vorteil sehen kann, dass er diese Option hat, aber trotzdem mittlerweile ja eher in einem Grind-Game angelangt, die beiden. Ist das noch Jans Zug? Darf er den Effekt aktivieren? Nein, darf er nicht. Da ist nämlich ein Mirage Stallion in der Runde gewesen. Ja, da sagte Etienne auch ganz entspannt genau das zum Jan. Und da sagt er Jan auch, ach, ja, stimmt, richtig, wenn er Mirage Stallion. So, kein Grund, die Bailings im Friedhof zu verschwenden. Clever gemacht. So, eine Backrow noch. Und Etienne, was ist jetzt die Karte, die er nachzieht? Wir wissen, was die Backrow ist. Es ist der Circle. Ja, und das weiß eben auch Etienne. Und Etienne zieht eine Impermanence nach. Ist jetzt nicht unbedingt die Karte, die da so richtig, richtig ihm weiterhilft. Also gucken wir mal. Wie macht Etienne das jetzt am besten? Du sagst es schon, er hat einmal 1850 Angriffspunkte auf Seiten von Heater und dann nochmal 2400 auf Seiten von Phantasmai. Von daher kann er da auf jeden Fall über Dweller rüberrennen und vielleicht sogar irgendwie den Sunlight Wolf noch rauskitzeln. Ja. Es wird auf jeden Fall erstmal die Ash aktiviert auf die Gazelle. Das war zunächst erstmal absehbar, weil ja die Ash auch gerade hinzugefügt wurde mit dem Sunlight Wolf und die Gazelle ja das klassische Ziel dafür ist dann. So, jetzt wird er natürlich den Heater-Effekt durchbringen können. Das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist, was hat Heater im Friedhof? Sehen wir da was? Da ist ein Falco und das... Okay, andere Route. Auch okay. Es soll also nochmal Mirage Stallion beschworen werden, jetzt auch auf Seiten Spinny. Von Etienne. Und jetzt, da er kein Jaguar hat, natürlich holt er sich erstmal den Jaguar. So. So weit, so gut. Dweller wird natürlich unter dem Stallion nichts machen. Andersrum. Der Stallion wird unter dem Dweller nichts machen. Ich habe auch gerade versucht, deinen Gedanken zu folgen, aber ja, du hast natürlich absolut recht. Ja. So, er kann den Dweller nicht outen. Der wird diese Runde das Spielfeld nicht mehr verlassen. Ach nee, das ist ja ein Phantasma. Ja, der Phantasma immer noch mit 2400 Angriffspunkten da. Es ist schon ein langer Tag, Leute. Also, Phantasma kloppt über den Dweller. Der Falco geht in den Friedhof und wird dann erstmal einen Circle setzen. Den 17. Circle dieses Game gefühlt. Ja, auf jeden Fall den Kreislauf der Circles am Laufen halten. Und langsam aber sicher gehen ihm aber auch fast schon die guten Ziele im Deck aus. Ich meine, er hat jetzt, glaube ich, schon zwei Gazellen genutzt. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum Ether diesen Weg gewählt hat. Er kann sich das Sanctuary erstmal wieder suchen. Hat er mit Phantasma reingeschaffelt. Sehr schön. Gratis plus. Wirklich. Ich verstehe nicht ganz, warum er nicht den Jaguar aus dem Gegnerfriedhof beschworen hat und seine Gazelle einfach auf die Hand gegeben hat, um einen Dweller unter der Heater zu bauen. Oh, du hast recht. Er hätte die Möglichkeit gehabt, Dweller zu bauen. Und das hätte wirklich schon das Ende sein können dann für Jan. Weil da mittlerweile auch echt schon eine ganze Menge Monster auf Seiten von den Tieren liegen. Ja. Und wenn dann eben Jan sein Feld nicht aufbauen kann, dann ist es schwierig, um den Dweller, also mit dem Dweller das Ganze zu vollziehen. Und im nächsten Zug kann dann Etienne für Game angreifen. So, also da möchte ich einmal ganz kurz eine Zwischeninfo geben. Wir kriegen da gerade heiße News reingereicht. Dass Jack Wärmer es ins Finale der Deutschen Meisterschaft 2019 geschafft hat. Alter Geist ist im Finale der German Nationals. So ist es. Alter Geist könnte es schaffen, komplett durchzurennen in einem Format, wo niemand damit gerechnet hat, dass Alter Geist tatsächlich gewinnen könnte. Kann man so sehen, sagen. Die Chancen doch ziemlich gut aus. Und Alter Geist natürlich auch in Kombination mit Jack Wärmer. Ne? Also die sind ja wirklich. Ich dachte, du sagst Jack Wärmer.
Das aber ja tatsächlich auch. Alter Geist wird auf Jack Jaguar treffen im Finale. Ja, das ist richtig so. Also Sunlight Wolf mit einem Foul als Backup, damit man ihn gleich beschwören kann. Im Mirror-Match immer dran denken, Leute, ihr könnt Foul auch beschwören, wenn euer Gegner Sachen macht. Ja, tatsächlich. Also, Jan überlegt jetzt. Er hat auf der Hand. Wir sehen gerade, was er gezogen hat. Er hat Foxy, Spinny und Gazelle. Es ist sehr viel, aber er wird durch die Impermanence da im Endeffekt wahrscheinlich immer noch nicht an seine Fusion of Fire kommen. Ich glaube auch, dass Etienne genau das versuchen wird zu verhindern. Stell mal vor, er hätte jetzt einfach Super Polymerization von oben gezogen. Das wäre verrückt gewesen, oder? Dann wäre wirklich der Etienne, glaube ich, nicht besonders erfreut gewesen. Oh, okay, da wird jetzt erstmal Foul beschworen. Oder ist die Super Polymerization, aber das ist eben keine Salamangreat-Karte. Eine Fusion des Feuers hätte er da doch lieber gehabt, obwohl man die eigentlich nicht so gerne sieht. Also doch, aber nicht so gerne wie Super Polymerization. Die Karte ist nämlich absolut genial für dieses Matchup geeignet. Ja, mittlerweile ja schon zweimal erlaubt. Ja. Auf der letzten Aktualisierung der verbotenen und limitierten Liste ging sie ja hoch. Ita hat sich jetzt die extra Disruption wieder mal gesucht, hat sich einen Foul gesucht, den gespecialt, natürlich auf die erste Karte schon, um sich eine Ash Blossom der Hand hinzuzufügen. Was natürlich das Potenzial von Jan deutlich verringert. Er kann damit die Gazelle negieren, um dann immer noch für eine mögliche Heater eine Impermanence zu halten. Denn Heater, die kann immer ordentlich viel machen im Mirror Match. Jetzt müssen wir aber erstmal wissen, was Ita alles so im Friedhof hat. Wollen wir nochmal? Ja, das stimmt. Okay, wir haben. Der Friedhof ist relativ klein im Moment hier, dadurch, dass die ganzen Karten schon aufs Feld zurückgeholt wurden. Im Moment sehen wir im Friedhof nur Lady Debug und Falco, aber die Grafik ist natürlich nicht zu 100% korrekt, weil wir sehen ja schon ganz oben auf dem Friedhof den Salmon Great Circle liegen. Und dementsprechend schauen wir mal, was da noch sonst so drin ist. Da auf jeden Fall, oh, guck mal, es wird die Impermanence auf Maristelio aktiviert. Und es wird aber auch die Salamangreat Gazelle getriggert. Ja, natürlich. Dafür, dass der Spin in den Friedhof gekommen ist und die wird jetzt noch geashed. Das heißt, was kann der gute Jan machen? Er kann sich die Gazelle auf die Hand nehmen mit Falco. Er kann Jaguar triggern und er muss jetzt erstmal überlegen. Sein Friedhof ist auf jeden Fall groß. Darauf können wir uns einigen. Ja. Er muss einmal komplett durchschauen. Zweimal Jack Jaguar. Gucken, wie er seine 4650 Lebenspunkte hier noch irgendwie verteidigen kann. Ja, und er kann halt nicht dwellern, ne? Weil da ist keiner mehr. Er spielt eben nur den einen Dweller, ja. Aber glaubst du, es wäre eine gute Entscheidung, zwei Dweller zu spielen? Nee. Deswegen, also ich glaube, ich habe auch noch nie eigentlich einen Salamangreat-Spieler gesehen, der sich für zwei Dweller in seinem Extra-Deck entschieden hat. Ich finde es okay, wenn man Baguska und Dweller spielt, dann kann man mit Baguska anfangen, die Gegner schwerer ins Spiel kommen lassen und dann hinterher Dweller zu machen, um ihn danach zu töten. Beziehungsweise komplett rauszunehmen. Baguska als zweites zu bauen macht nicht so viel Sinn, weil du wenig Monster-Effekte benutzen musst, wenn du schon deine Ressourcen im Spiel hast. Das heißt, wenn ihr Baguska und Dweller spielt, lieber Baguska, dann Dweller. Aber das ist ja gerade auch völlig irrelevant, denn wir haben gar keinen Elefanten im Gate, ne? Sonst hätte ich den Irrelevant-Witz gemacht. Naja, also das Problem ist hier gerade, Jan hat nicht so wirklich viele Sachen, mit denen er jetzt was großartig machen kann, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Also 7 Minuten 20 noch auf der Uhr. Er kann einen Haufen Monster beschwören, die alle nichts bringen. Ja, dafür ist ja eigentlich Salamangreat bekannt, dass es wirklich Runde für Runde im Prinzip relativ ähnliche Spielzüge abrufen kann. Ja, aber er kommt halt nie auf Rage Roar. Er kann sich immer noch eine Ash wieder enden. Genau, er hat eben jetzt hier nicht wirklich großartige Sachen, die daraus entstehen. Ja, keine Salamangreat-großartigen Sachen. Das stimmt, ja. Da ist wirklich eher ein bisschen Sand im Getriebe. Er kann zwar wirklich natürlich auch aufgrund der Salamangreat Circles den Kreislauf am Leben erhalten, aber er kann eben nicht wirklich das Feld von Etienne auseinander rupfen. Nee, und dieser Phantasma, der sitzt da auch schon seit einer gefühlten Stunde, um ein bisschen mal reinzukloppen, oder? Ja, auf jeden Fall. Phantasma mit 2400 Angriffspunkten eben wirklich ein Problem für Salamangreat Deck. Man mag es gar nicht glauben, aber doch, Angriffspunkte sind für das Deck manchmal durchaus problematisch. Das ist das Trickster-Syndrom übrigens. Ja. Teilweise erleiden auch Decks wie Alter Geist daran. Aber Trickster hat selten Probleme mit Phantasma, muss man dazu sagen. Der kommt nämlich nicht so oft aufs Spielfeld. Das stimmt wohl. Da müsste er schon gependelt werden oder so. Na. Und das ist dann auch wieder unwahrscheinlich, weil Phantasma ja in Pendeldecks nicht so oft gespielt wird tatsächlich. So. Also, jetzt wird erstmal gecrashed.
mit dem Sunlight Wolf. Der eigene Sunlight Wolf wird protected. Man hat ja eh zwei Bailings. Da kann man auch mal ein bisschen verschwenderisch sein von mir aus. So, der Sunlight Wolf. Tot. Eine Karte Set. Wir wissen, dass es ein Circle ist. Das heißt, noch mehr Monster für Jan, die er nicht haben will, sondern er will die Karten wie Super Poly. Er will Fusion of Fire haben. Und jetzt Reincarnation linkt er denen, um sich vielleicht noch einen Circle zu adden. Klingt nach einem Plan, muss ich sagen. Der Junge. Er schaut selber auch nochmal durch. Ach Mist, okay, dann habe ich wohl noch einen Circle. Ja. Dann ist es so. Aktiviert er noch einen Circle. Also diese Runde gar nicht. Ach, das volle Potenzial genutzt. Das Bild, was er da jetzt gerade zeichnet mit den beiden Circles, dem einen, der schon auf der Hand liegt und dem anderen, den er aktiviert. So. Und es wird Foxy gesucht. Ich wüsste sehr gerne, was E-Time Extra Deck hat. Soll ich einfach mal rübergehen und da reingreifen? Nein, bleib lieber hier bei mir. Aber was glaubst du denn, was er noch braucht jetzt, um hier... Guck mal, wir sehen jetzt im Friedhof, da war, ich glaube, zwei Link-Monster waren drin. Ich würde denken, ein Baelings, ein Sunlight Wolf. Er hat aber die Heater auch noch im Friedhof. Stimmt, die Heater ist ja auch da. Sunlight Mining von oben. Ah, okay, aber es sind zwei Sunlight Wolves sogar gewesen. Ja. Zwei Sunlight Wolf, Heater und Baelings, wenn ich das gerade richtig überblickt habe. So, jetzt haben wir Foul und Falco. Also der Dweller ist schon mal gesetupt. Und der Dweller ist sowohl im ersten Zug, wenn du ihn direkt bauen kannst, ziemlich stark, aber jetzt auch in dem Moment, wo Jan dann langsam aber sicher zurückkommen möchte und irgendwie das Spiel noch an sich reißen will. Etienne wird ziemlich sicher den Dweller beschwören, aber vorher wird er noch versuchen, eine ganze Menge Schaden hier auszuteilen. Jan guckt auch schon auf den Lebenspunkteblock, weiß natürlich, dass der Phantasmator erstmal rüberrennen wird. Ja. Könnte das sogar schadenstechnisch schon reichen? Guck mal, wir haben 600 Schaden durch den Phantasmator. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass er vielleicht noch Heatleo machen kann. Das Ding ist nur, da ist ein Reincarnation-Link da, Sunlight Wolf. Das heißt, wenn Ether sich entscheiden sollte, jetzt doch in den Heatleo zu gehen, er sehr aggressiv wäre. Und genau das wird er aber tun. Ja, erstmal beschwert er einen Link-2er-Monster. Aber er wird halt nicht auf Dweller gehen. Aber dann kann er den immer noch protecten. Er hat ja schon genug Monster. Braucht er ja nicht alles wirklich. Er ist Reincarnation-Link, den... Okay, er Reincarnation-Link den direkt hat. Das ist also der letzte Sunlight Wolf jetzt an der Stelle. Er hat sich einen Circle und damit kann er sich jetzt die Gazelle suchen. Oh. Wenn er nicht geasht wird. Denn Jan hat eine Ash und... Würde das nicht gerade ziemlich stark in Ash hineinspielen? Tatsächlich sogar. Ja. Es kann sein... Ja, ich meine, es gibt ja auch sonst nichts wirklich, was er ashen muss, ne? Ja. Und jetzt an der Stelle sitzt Etienne auf einmal nur noch mit seinem Silent Mining in der Hand da. Und das könnte und das Ganze jetzt schwierig gestalten. Er hat keinen Spinny. Er wollte sich einen Spinny suchen, um das zu miningen. Und guck, Jan guckt schelmisch fast schon zur Seite. Sieht fast so aus, als hätte er da gerade den Plan von Etienne ziemlich auseinandergenommen. Oh, da kommt der Phoenix. Er will die zweite Handkarte jetzt auf jeden Fall bekommen. Soll ich dir einen Tipp verraten? Das kann Jan verhindern. Das ist tatsächlich... Nein, wie denn? Warum? Er kann Salomon Great Circle unchain und den dann mit Bailings protecten. Dann gibt es keine Zerstörung für Phoenix und dann darf er auch nichts ziehen. Aber er kann sich natürlich ja auch sowieso durch Sunlight Wolf dann noch eine Karte adden. Macht er gar nicht. Er will sich die Gazelle noch suchen, ja. Sehr schön. Was spielt er denn für Link 4er? Spielt er nix. Okay. Etienne, er spielt Avramax. Oh, tatsächlich Avramax spielt er Avramax, eine Karte ja auch aus Dark Neostorm. Die Leute sind sich noch nicht ganz sicher, was sie davon halten. In letzter Zeit habe ich vermehrt positive Meinungen dazu gehört, dass der Magnite Crusadia Avramax durchaus das Link 4 ist, was man spielen sollte für den Moment. Ich bin ein Fan von dem, der sieht super cool aus. Das grundsätzlich erstmal schon und mal auf jeden Fall. Jetzt kann er ins Spinny kann auf Stallio gehen, er kann gleich den Sunlight Wolf bouncen. Kann er jetzt für Game gehen? Ich denke mal, er wird den Sunlight Wolf mit Circle protecten, wenn er dran denkt. Ich rede mal ein bisschen leiser. Sehr nicht, aber ich werde da ein bisschen paranoid irgendwie. So, ja, Foxy. Das vor allem, weil jetzt auch in der Halle natürlich es allgemein leiser wird. Wir haben jetzt ja auch schon ein paar Leute, die jetzt hier schon am Featurement stehen und sich das versuchen aus der Nähe anzugucken. Wir haben natürlich hinten in der Halle auch ganz viele sitzen, die sich das auf den Stühlen anschauen. Und jetzt hier auf jeden Fall quasi schon... Weil das Match zieht sich jetzt ganz schön in die Länge. Gerade dieses Spiel hier geht jetzt echt... Ich glaube, es könnte das längste einzelne Featurement-Spiel sein, was wir jetzt hier in den letzten 4 bis 5 Runden des Top Cuts gesehen haben. Die Spannung baut sich mehr und mehr auf. Ich bin völlig fertig mit der Welt. Bin ich ganz ehrlich. Ja, und wir haben auch nur noch 1 Minute 20. Also Etienne sollte auf jeden Fall die Uhr auch im Auge behalten. Er muss definitiv angreifen. Ach nein, Quatsch. Er hat ja sogar mehr Lebenspunkte als der Jan. Das heißt... Die Uhr tickt für ihn. Die Uhr tickt sogar für ihn, aber ich meine, er kann jetzt ja so viel Schaden jetzt hier machen. Er wird jetzt crashen wollen, okay.
Da wird durch Bailings protected und jetzt kann aber sowohl Phoenix als auch Steady rüberrennen. Er muss nicht mit Bailings protecten, weil er durch Phoenix protected ist schon. Oh. Sind 100, sind 2100 Schaden. Also ich glaube nicht, dass der Jan das noch holen wird. Ich glaube, Etienne wird spätestens im Timeout dieses Spiel für sich entscheiden können. Die Chancen stehen auf jeden Fall gut. Die Vorzeichen sind positiv in der Situation jetzt für Etienne. Und guck mal, der entscheidet sich jetzt sogar noch, ein weiteres Linkplay zu machen. Was hat er denn da überhaupt noch? Was will er da überhaupt noch beschwören? Er will auch noch Heat Leo beschwören. Und Heat Leo, da wusste er jetzt aber, dass der Circle liegt. Warum hat er jetzt überhaupt noch das gemacht, den Heat Leo da zu beschwören? Ja, ich glaube... Und guck mal, Jan versucht jetzt extrem schnell hier noch ein Play zu machen. Er wird ja ganz sicher auf Fusion of Fire gehen. Ja. Oh, und er sieht natürlich die Zeit da auch neben sich liegen. Etienne versucht ihm fast zu helfen. Guck mal, er zeigt ihm, hier, da ist der Spinny. Nimm ihn. Die beiden arbeiten schon Hand in Hand hier quasi, um noch so schnell wie möglich Jan seine Möglichkeiten zu geben. Und guck mal, sie haben da eben beide schon so zur Seite geguckt. Wir haben nicht die genaue Zeit. Es sieht so aus, da kriegen wir ein großes T gezeigt von der Seite. Es ist jetzt Timeout im OTK drin quasi. Wäre das der OTK gewesen? Ja. Es wäre der OTK gewesen. Es wäre der OTK gewesen. Wow. Nicht schnell genug. Etienne war wirklich auch Sportsmann, hat er ihm geholfen dabei, hat ihm die Karten aus dem Friedhof rausgesucht. Hier ist der Spinny, komm, zack, zack. Ich weiß, du spielst die Fusion of Fire. Er hätte, glaube ich, auch keinen Wolf mehr gehabt. Hätte er nicht? Es könnte sein, dass er durch den letzten Wolf schon durch gewesen ist. Aber lass uns darüber nochmal genauer in der Postmatch-Analyse sprechen. Uff. Was für ein Schocker. Also, wow, es ist... drohte schon einigermaßen schläfrig zu werden, weil sich das Ganze ein wenig in die Länge gezogen hat. Wirklich. Aber dann hat das gegen Ende hin nochmal so viel Fahrt aufgenommen. Ja. Der Etienne hat ja wirklich dann so viele Monster auf einmal gebracht aufs Feld. Man dachte schon, er schafft es eigentlich genug Schaden zu machen, um Jan zu killen. Und dann auf einmal war die Uhr auch schon so bedrohlich tief. Du sagtest schon, oh, es sieht so aus, als hätte er dann nicht mehr wirklich die Zeit, groß was zu machen. Und auf einmal erkennen wir beide die Möglichkeit und Jan und Etienne sind gleichermaßen am Tisch und arbeiten. Versucht es noch hinzukriegen, aber ich meine, es ist darauf hin. Die Zeit ist dann auch um. Man kann auch argumentieren, dass Ita vielleicht den Stalio hätte weglinken sollen, um den Wolf zu bouncen, der dann mit Circle hätte protected werden müssen. Dann hätte er sich keine Gazelle suchen können. Hätte er versuchen müssen, mit Foxy was aufzudecken. Okay. Okay. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, ehrlich gesagt. Das ist... ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Das Finale. Etienne, wir haben Ita. Einen Finalisten Essen, und stimmt einen zweiten sogar auch schon. Essen gegen Berlin. Jack Wärmer gegen Etienne Ita. Wir haben es schon jetzt, ein bisschen angekündigt hier die ganze Zeit. Es kommt jetzt wirklich. Der finale Krieg wird im Finale ausgetragen zwischen dem Ruhrpott und Berlin. Man kann wahrscheinlich auch schon fast sagen, zwei Yu-Gi-Oh! Hochburgen in Deutschland, oder? Ja, also auf jeden Fall. Immer wieder extrem gute Spieler. Man sieht den Etienne immer wieder überall. Toppen ohne Ende. Regios, alles durchgeballert. Ich weiß nicht, ob er eine YCS getoppt hat. Bestimmt. Bestimmt. Vielleicht er hat eben gesagt, das ist sein erstes Feature-Match. Auf jeden Fall hat er noch kein Feature-Match auf einer YCS. Ja. Aber er hatte auf jeden Fall schon eine Menge Regional-Tops. Davon ist er immer bekannt. Das ich habe es auch schon Fall. Auf den Social-Media-Kanälen immer gesehen. Ja, er hat immer ein paar Matten in die Kamera gehalten, hat gesagt, ja, ich habe wieder ein Regional getoppt. Ja. Immer wieder. Und natürlich auf der anderen Seite auch Jack Wärmer. Ja, immer wieder mit solchen Bildern zu sehen. Und die YCS-Tops kommen noch dazu. Und jetzt sehe ich da schon auch einen freudestrahlenden Etienne Ita neben Oliver Germann stehen. Deshalb werden wir jetzt einfach rübergeben zum Interview. Olli und Etienne, viel Spaß. Ja, willkommen zurück hier in der Feature-Match-Area. Die haben wir gerade chaotisch geleert. Sieht ein bisschen aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und es war ja auch fast noch am Ende so. Das ist ja... bis auf die letzte Sekunde angekommen. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der seinem Gegner aktiv dabei geholfen hat, ihm noch den Sieg zu geben, sozusagen. Fantastische Aktion von dir. Jetzt gibt es vielleicht ein, zwei Leute, die sagen, naja gut, er hat gewusst, dass er gewonnen hat, so war es ja nicht ganz. Also zeichnet dich das aus als Spieler, dass du sagst, ich helfe meinem Gegner sogar noch in der Situation, mir geht es da eher um die Fairness. Also ich meine... zum einen, sowieso Fairness ist halt immer cool so, aber zum anderen, ich kenne auch einfach Jan, wir sind befreundet, wir spielen oft gegeneinander so. Deshalb, für mich war es jetzt einfach gerade ein Fun-Match und wer gewinnt, gewinnt halt. Und hat er jetzt irgendwas gesagt, also war er jetzt sauer, wie es ausgegangen ist? Na, also ich glaube nicht, also natürlich ist man enttäuscht in dem Moment, aber ich denke, wir haben das beide ziemlich sportlich gesehen. Ja, ich hatte halt auch einfach Glück, aber... gehört zum Spiel dazu, auf jeden Fall, also kann man nichts machen. Meinst du, er wird dir jetzt die Daumen drücken? Ich denke, ich hoffe doch. Wir hoffen es, weil ich glaube aber auch. Er ist hier rausgegangen und hat dir nochmal die Hand gegeben, hat dir viel Glück gewünscht. So, du bist jetzt im Finale.
Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ist das ein Schock für dich oder muss das mal runterkommen? Hast du schon realisiert, dass du jetzt deutscher Meister werden könntest? Also, es ist alles ein bisschen surreal, muss ich sagen, aber keine Ahnung, ich bin noch irgendwie voll entspannt gerade. Also, ich bin jetzt so weit gekommen, ob ich jetzt halt gewinne oder verliere, ist mir eigentlich fast egal. Also, du bist jetzt quasi in the zone, ja, du bist jetzt noch gar nicht richtig realisiert. Dann mach einfach mal so weiter, wäre jetzt mein Tipp. Geh ganz normal konzentrieren ins Finale rein und dann, wenn das Finale vorbei ist, dann ist okay. Yeah. Da sehen wir immer gerne Emotionen, da darfst du dann platzen. Also nicht körperlich, aber. Und dann ist es auch alles okay. So, wie gehst du jetzt ans Finale heran? Ja, ich würde jetzt einfach nochmal kurz mich entspannen, runterkommen, nochmal einen Schluck trinken und dann einfach konzentriert spielen. Gegen wen möchtest du spielen im Finale? Also, ich würde gern gegen meinen Teammate Sebastian spielen, aber ich meine gehört zu haben, dass er gerade verloren hat. Ja, das ist richtig. Jack Wörmer ist im Finale. Wie stehen deine Chancen dort? Er spielt ja Altergeist. Ich denke, dass es. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche besonderen Tests spielt, aber wenn ich den Dice Roll gewinne, dann sehe ich meine Chancen eigentlich doch ziemlich gut. Wenn ich den Dice Roll aber verliere, dann könnte das auch ganz schön brenzlig werden. Okay. Ich muss mir noch zwei, drei Fragen aufheben. Wird schon schwierig fürs Finale gleich. Da haben wir dich dann sofort wieder. Du kriegst selbstverständlich vorher eine Pause. Die hast du dir auf jeden Fall verdient. Nochmal herzlichen Glückwunsch soweit. Ihr habt es mitbekommen. Wir sind dann quasi gleich wieder zurück. Dann geht's weiter und wir haben quasi die Kulmination von diesem gesamten Wochenende. Aus 1050 Spielern sind nur noch zwei übrig geblieben und die müssen dann aneinander, die müssen es dann ausspielen, wer eben deutscher Meister wird. Wir haben dann den Ita auf der einen Seite und den Jack Wörmer auf der anderen Seite und dann schauen wir eben, wer deutscher Meister wird. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, bleibt dran, geht nirgendwo hin, es geht sofort weiter.